Hi, hier ist die Mia von Geeks Live Luxemburg und wir sind hier bei der Kontaku 2016 in Magdeburg. Und hier haben wir die Anna Weinreich ist mein Name. Von dem Orga-Team von der Kontaku eben. Wie geht's Ihnen denn so? Heute geht's mir etwas besser. Gestern war es sehr anstrengend, aber jetzt ist auch die Sonne nicht mehr so da. Und dann ist es so angenehm hier auch als Orga, obwohl man sehr viel zu tun hat. Wie oft wurde denn die Kontaku schon organisiert? Die Kontaku wurde schon zum 9. Mal unter dem Namen organisiert, aber es ist die 13. Veranstaltung. Vorher hieß es aber noch Mangamania zusammen mit dem City Carré. Wie kam es denn zum Namenwechsel, wenn man fragen darf? Der Namenwechsel ist entstanden erstens, weil wir das City Carré nicht mehr als Partner hatten, um den Zeichenwettbewerb zu organisieren und alles, und weil es eine Zeitschrift gab, die ähnlich klang. Und Sie sind schon seit der allerersten Veranstaltung mit dem Orga-Team? Die ersten Veranstaltungen wurden von dem Comic-Kombinat und dem City-Carré zusammen veranstaltet. Auf die Bitte her von der Szene hier in Magdeburg, ob man nicht mal etwas machen könnte. Und so ist es langsam entstanden und nach haben dann immer sich welche eingeklinkt und mitgeholfen, das auf die Beine zu stellen. Habt ihr denn auch freiwillige Helfer und wie viele denn? Alle unsere Helfer sind freiwillig hier. Und wir sind etwa dieses Jahr 40 Leute. Das ist viel. Das bedeutet auch gleichzeitig meistens sehr viel Stress. Dennoch haben Sie es bis jetzt noch mal überlebt. Und wie ist denn die Kontaku jetzt dieses Jahr ausgefallen? Ist es so, wie ihr es geplant habt oder besser, schlechter? Dieses Jahr hat uns sehr überrascht aufgrund des schönen Wetters. Das war ja eigentlich noch nicht so gut abzusehen und solche Veranstaltungen sind immer sehr wetterabhängig und wir haben einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Letztes Jahr schon mit 800, diesmal weit über 800 Personen und es läuft super. Wir hatten noch nie so einen vollen Sonntag. Das freut mich sehr. Dann wird es ja auch für die Zukunft, für die Kontaku sehr rosig aussehen. Habt ihr denn überhaupt schon mal geplant, dann auch die Location zu ändern? Die hier ist ja ein bisschen klein irgendwie für die über 800 Leute. Also wir haben das häufig darüber diskutiert, umzuziehen, aber der Moritzhof ist einfach perfekt geeignet. Es ist alles da, was wir brauchen. Man stellt uns alles zur Verfügung, hilft uns, wo man kann. Und das ist in Magdeburg anderswo kaum zu finden. Ja, wenn es eben so ist, dann würde ich auch lieber hier bleiben. Ansonsten für Sie persönlich, was ist euer Highlight für diese Kontaku? Unser Highlight der Kontaku ist eigentlich immer wirklich der Hof mit. Der wirkt einfach so unglaublich gut mit dem Flair vom Moritzhof halt. Und unser Cosplay-Wettbewerb, der ist immer ein Highlight wert, in den Bühnenraum zu gehen. Und sonst natürlich alles, was wir anbieten, für jeden ist einfach was dabei, auch für jede Altersklasse. Ich habe auch gesehen, das Programm ist super voll. Wie kommt ihr damit klar? Dass das Programm voll ist, hat immer sehr viel logistischen Aufwand im Vorfeld, dass man das anordnen kann und auch so einplant, dass vielleicht zu Verzögerungen kommt. Und das ist dann hauptsächlich hier auf der Con an sich dann anstrengend, weil wir auch manchmal die Leute aus dem Bühnenseil zum Beispiel rausbitten möchten und die Leute darauf aufmerksam machen müssen. Das liegt dann sehr viel an den Moderatoren, so gut wie die kommunizieren, desto besser funktioniert das Ganze dann auch. Das hört sich ja mal super an. Na ja, dann sage ich auf jeden Fall mal danke für das Interview und noch viel Spaß für den Rest des Tages. Dankeschön. But now I'm at your fucking chest.